Da wären wir. Sollten wir uns wirklich herumtreiben? Du weißt schon, wegen meinem Bruder. Ach jo, nee. So stellt auch der nicht wieder in den Magieraum auf. Ah, na gut. Oh, da schläft Pikachu auf der Couchy. Oh, wie sweet. Das ist jedenfalls das Hauptquartier der Liga AG. Im Namen aller Mitglieder heiße ich dich hiermit herzlich willkommen. Und was genau machen wir jetzt? Was genau machen wir? Hey, gut, dass du fragst. An der Blaubeerakademie gibt es sogenannte Blaubeerliga. Das ist eine Art Rangsystem für die Kampfstärke der Schüler. Weiter geht's mit Tutorial. Um dabei gut abzuschneiden, trainieren wir von der Liga AG zusammen mit unseren Pokémon. Aber keine Sorge, in unserer AG geht's total locker zu. Wir haben einfach Spaß, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Also im Prinzip stimmt das. Auch wenn einige es etwas anderes sehen würden. Ach ja, im Moment ist der Vibe ja ein bisschen anders als so der Vibe. Oh, ich bin auch Mitglied, aber ehrlich gesagt komme ich nicht oft in den AG-Raum. Die vier stärksten Trainer der Blaubeerliga sind übrigens die Blaubeer Top 4. Und diese Witzfigur mit der Zahnpasta-Frisur ist einer davon. Genau wie das Mädel, mit dem ich die vorher an der Kuppe gequatscht habe. Ah, die andere sah cool aus. Hannah selbst steht nicht mal auf der Rangliste, nebenbei bemerkt. Ich bin eben beschäftigt mit außerschulischen Aktivitäten, um am Ligakämpfen teilzunehmen. Die ist ganz schön anstrengend nach wie vor, die Hannah. Wenn es um Reinstärke geht, bin ich mit der Top 4 weit voraus. Das ist ja wohl klar. Das ist nicht ganz falsch. So, was meinst du, Louis? Ziemlich cool hier, oder? Nö. Das sagst du jetzt nur, aber tief in deinem Herzen bist du überzeugt, nicht wahr? Ich hätte gerne noch mal Nein geklickt. Damit ist es offiziell. Wir nehmen dich als vorläufiges Mitglied auf. Bitte was? Vorläufiges Mitglied? Ja. Und damit sind wir natürlich auch vorläufig Buddies. Der AG-Raum und all das andere Zeug, das hier rumsteht, steht dir jetzt zur freien Verfügung. Dieser PC zum Beispiel ist total praktisch. Damit können Schüler einander BP schicken und sich gegenseitig aushelfen. Oh, sag bloß, man kann online diese Dinger nutzen, ne? Wenn du über den PC Magieraum BP an andere Schüler überträgst, erhältst du nützliche Belohnungen. Ah, okay, ich muss das übertragen. Das ist ja so super doof. Was ist das? Samstag? Was ist am Samstag? Mardi, was ist da los? Ich hab's gerade verpasst. So, hier probier einfach mal aus, übermachte Meister. Ich habe ja noch nicht mal BP. Was war's denn nicht denn jetzt hier? Okay, gut, er gibt mir Punkte. Hat er nochmal Glück gehabt, ne? Wie wär's, wenn du die an Pitt aus der Baseball-AG schickst, damit er neue Wurfstile beibringen kann? Damit er dir neue Wurfstile... Was ist mit dem Rabaus? Das hat die falsche Farbe. Hat es? Es ist nicht shiny, ne? Was Normales. Es läuft nicht mal. Hm. Okay, wir sollen das jetzt dem schicken an dem PC. Okay, wir laufen da jetzt hin. BP übertragen. Und da schicken wir das hin. Du hast Pitt an der Baseball AG die PP übertragen. Ring. Danke für die Unterstützung, Louis. Tut mir leid, dass wir das Ganze übers Handy machen müssen. Aber uns kommen sicher auch so ein paar zündende Ideen für neue Wurfstile. Wurfstile? Also der Arm muss zusätzlich so und das Bein dann so. Ah, ich hab's. Das ist es. Alles klar. Mit dir darüber zu sprechen, hat mir geholfen, etwas Passables auszuarbeiten. Wenn du deine Wurfstile ändern willst, wende dich einfach wieder an mich. Wir können jetzt anders Pokebälle werfen. Ist es das? Habe ich das richtig verstanden? Das wäre smart. Dankeschön fürs Flammenherz, Mari. Dankeschön. Nächste Woche Dienstag ist wieder Stream. Samstag kann ich nicht. Schon erledigt? Nicht schlecht. Und das, obwohl das erste Mal für dich war. Ja, mit Computern kann ich nicht umgehen. Er hat mich erwischt. Du scheinst es echt drauf zu haben. Ich habe hier noch ein echt tolles Geschenk für dich. Ein Superfang. Wie du damit sicher was an... Ein Superfang mit... Ah, okay. Ich habe einen Superfang-Pin bekommen. Oha, ein Glücksbringer, der nur wenig wackelt. Und die Wahrscheinlichkeit erhöht einen Superfang. Ach so, das ist... Ah, dass man die Pokémon... Dieser Wackeleffekt, dass die Pokémon automatisch drin bleiben. Hier, du kannst, das kannst du auch haben. Wenn du das trägst, sind wir im Partnerlook unterwegs. Oha, was für ein Outfit habe ich bekommen? Kriege ich die Jacke? Also wie gesagt, wir sind mit Vorläufer AG-Buddies. Also kannst du die Kiste benutzen, wann du willst. Und hier habe ich noch einen Knaller für dich. Momentan darfst du dir unbegrenzt viele Snacks nehmen. Ein besonderer AG-Bonus. Habt ihr Buenos?
Ohne Buenos, ohne mich hier. Also, wir müssen schon um mich werben. Du meinst die ganzen Packungen, die du angebrochen und dann vergessen hast? Keine Ahnung, wie lange die schon hier rumliegen. Lass besser die Finger davon. Ja, Lucky Catch, genau, erhöhte Wahrscheinlichkeit. Danke, Crispy. Ja, genau, dass der schon so wackelt, ne? Und nur einmal wackelt und dann bleiben sie drin. So, nach dem kurzen Erklären knurrt mir übelst der Magen. Ich glaube, ich mache mir einen Abstecher in die Mensa. Wenn du offiziell Mitglied werden willst, können wir uns bei der Mensa-Date darüber unterhalten. Und schon habe ich ein Date. Das Date escalated quickly. Bei einem was? Wir sehen uns. Da bin ich an der neuen Schule und schon habe ich ein Date. Ah, so ein Trottel. Was geht denn nur mit seinem Kopf vor? Und ein Mensa-Date? Was soll das denn bitte bedeuten? Naja, ein Date ist... Ich weiß, was das ist. Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, sie ist eifersüchtig. Oh nein, sorry. Dieser Raum stresst mich einfach. Direkt Date mit der Top 4. Also es könnte schlimmer laufen, ne? Also es könnte schlimmer laufen. Lass woanders hingehen. Irgendwo, wo sich niemand einmischt. Wie wäre es mit deinem Zimmer? Auch clever, ne? Und so schnell sind wir in meinem Zimmer. Oh, da ist Pikachu. Einfach sweet. Ja, die Farbe ist schon... Stimmt, es ist eine shiny Farbe, oder? Aber die Hose stimmt nicht. Hm. Weird. Was auch immer hier steht, wir werden es nie herausfinden. Wohin möchtest du? In mein Zimmer. Ihr könnt... Wir spielen nur so. Nur ins Zimmer. Wie sieht mein Zimmer aus? Genauso wie in der anderen Schule. So, das ist also dein Zimmer. Außer, dass die Deko blau ist. Was eigentlich ganz cool ist. Also, blaue Deko finde ich eigentlich ganz sweet. Was alle schöner wohnen in Schlafräumen hier an der Blaubeerakademie, weißt du? Wie findest du es so im Vergleich zu den Zimmern deiner Akademie? Es wirkt sehr neu. Es ist eh kein großer... Alles ist sehr blau. Es wirkt sehr neu. Ich finde, der Rest ist schon modern irgendwie, ne? Hey, natürlich. Die Einrichtung hier ist schließlich hochmodern. Du kannst mich ja demnächst mal in meinem Zimmer besuchen. Nö. Ach, richtig. Ich wollte doch mit dir ein paar Dinge bereden. Über Levi zum Beispiel und über Jo. Was ist mit Levi? Grrr, Levi, dieser Knallkopf. Darfst du auf keinen Fall vertrauen. Er hat immer so eine Null-Bock-Ausstrahlung. Aber weiß man nie, was er gerade wieder ausheckt. Dieser Volltrottel regt mich echt auf. Es geht kaum zum Unterricht und ist schon dreimal sitzen geblieben. Oh, traum jedenfalls nicht über den Weg. Auf keinen Fall. Aber er ist sitzen geblieben, aber ist trotzdem Champ. Also ich würde an ihrem Schulsystem mal ein bisschen was überdenken. Oh, da gibt's noch was. Jo, ich meine, du hast ihn ja vorhin gesehen. In letzter Zeit macht er mir Angst. Seit wir aus Kitagami zurück sind, ist er irgendwie ein ganz anderer Mensch. Tag ein, Tag aus trainiert und kämpft er mit seinem Pokémon, selbst wenn er dafür seinen Schlaf opfern muss. Er ist wirklich viel stärker geworden. Sogar Levi, der mal der Stärkste an der Akademie war, hat gegen ihn verloren. Mittlerweile ist Jo der Leiter der Liga AG und Champ der Blaubeerjäger. Und sie ist nicht mal auf der Liste. Ach, deshalb ist sie neidisch auf ihren Bruder, ne? Stimmt, hat er viel zu tun. In letzter Zeit redet er kaum noch mit mir. Aber was soll's? Das ist wahrscheinlich nur seine Phase bei ihm. Jo hat sich verändert. Aber du bist immer noch du. Bitte sei ihm auch weiterhin eine gute Freundin, ja? Nö. So dramatisch. Erstmal so hingehen. Mm-mm. Also du bist ja wirklich in so einer Situation, sagt man ja, kapiert? Naja, das ist ja gleich dein Mensa-Day. Ich meine, du triffst dich ja gleich mit Levi, oder? Würde gerne mitkommen, aber ich muss heute noch dringend einen Aufsatz fertig schreiben. Es wäre schon cool, wenn du auch der Liga AG beitreten würdest. Wenn Levi dir irgendwie blöd kommt, verpass ihm einen ordentlichen Doppelkick. Das kann ich, das kriegen wir hin. Wohin möchtest du? Ich glaube, ich kann nur in die Mensa, ne? Aber cool. Liga-Zimmer, Mensa, Akademie-Kiosk, dann haben wir Klassenzimmer, die Terra-Kuppel und Eingangsbereich. Ich würde die Mensa jetzt noch machen, einfach damit wir den mal, damit wir diese Story durch haben und dann hoffentlich Pokémon fangen können. Triple Kick, ist unbekannt. Ein Tropenkick. So, da sitzt er schon. Oh, und da ist ein Flamly. Schaut euch das süße Flamly an. Oh, sweet, 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 sweet. Und wir haben Serpi vorhin entdeckt. Der ist ja groß. Ich weiß nicht, ob was das bezieht, aber okay. Okay, wir reden mit ihm. Mehr oder weniger, wie rede ich mit ihm? Nein, oh, wie rede ich denn jetzt mit ihm? Ach da, okay. Hey, was geht, Louis? Im Stehen redet sich so unbequem. Setz dich doch.
Also, wenn du mich fragst, ist der Akademie-Menü das Beste hier an der Mensa. Da sind so viele weiche Zutaten drin, dass man kaum kauen muss. Gut gekaut ist halb verdaut. Hehe, du hörst dich an wie meine Mutter. Sag mal, du hast doch starke Pokémon, oder? Mit so einem Team könntest du versuchen, an die Spitze der Blaubeerliga zu kommen. Wäre das nicht krass, wenn du es ausgerechnet eine Austauschschülerin ganz nach oben schaffen würde? Deshalb fände ich es cool, wenn du an der Blaubeerliga teilnehmen würdest, na? Okay. Serpyrial, ja, ist auch cool. Oh, hätte ich auch gern wieder im Team. Oho, seine Majestät gibt uns die Ehre. Ah, da ist er. Oh, wie sind die anderen? Warum hat er eine Bratpfanne in der Hand? Oh, da ist der Champ. Und die Top 4. Levi, was wolltest du besprechen? Ach, nichts Besonderes. Dachte nur, wir könnten mal wieder zusammen haben essen. Die Mensa hier ist als Treffpunkt dafür geschaffen. Findest du nicht auch? Wie sie ihn angucken. So eine Zeitverschwendung. Solltest du nicht lieber deine Pokémon trainieren, wenn du für sowas Zeit hast? Kein Wunder, dass du immer gegen mich verlierst. Oh, wohl abgeblitzt. Kann ich denn nicht mal die Anwesenheit deiner Lieblingsfreundin umstimmen? Was, Louis? Lang nicht gesehen. Was machst du hier? Nanu, wusstest du etwa nicht, sie ist eine Austauschschülerin? Stimmt das wirklich? Ja, ich kann das auch bestätigen. Direktor Kai... Kano, oh Mann, dieser Name hat uns im Eingangsbereich einander vorgestellt. Wir zwei verstehen uns schon blendend. Ich habe sie auch gerade eingeladen, an der Blaubeerliga teilzunehmen. Oho, das gefällt mir. Da kocht gleich die Stimmung. Was? Noch nie zuvor hat ein Schüler einer anderen Schule an der Blaubeerakademie teilgenommen. Ja, eben. Louis mag zwar eine starke Trainerin sein, aber das geht schon fast zu weit. Ach komm schon, sei doch keine Spielverderberin. Sie besucht denselben Unterricht wie wir und hat ein Zimmer an unserer Akademie. Das reicht doch wohl, um sie genauso zu behandeln wie alle anderen. Außerdem wird hier doch viel Wert auf die Selbstständigkeit der Schüler gelegt. Gut, dann stimmen wir halt ab. Ich bin natürlich voll dafür. Terra, was meinst du? Es tut mir leid, aber ich finde, das ist gegen die Regeln. Match? Ich find's gut. Wenn sie hier zur Schule geht, ist sie auch eine Schülerin der Akademie, oder nicht? Was sagst du dazu, Erin? Der Antrag ist nicht mit den Regeln vereinbar. Meine Haltung dazu ist negativ. Oha, ein Unentschieden also. Na, dann fragen wir doch mal den Champ der Blaubeerliga nach seiner Meinung. Sag an, Jo. Und? Mir ist es egal, wer sich mir entgegenstellt. Ich verliere eh nicht. Hehe, damit wäre das wohl entschieden. Wie did it? Aber Jo! Levi, so ein manipulatives Verhalten ist ein absolutes No-Go. Machen wir jetzt auch immer diesen Move. Bei No-Go. So, sorry, Louis. Jetzt haben wir dich fast schon dazu gezwungen, an der Blaubeerliga teilzunehmen. Aber überleg doch mal, du könntest deine Freundschaft mit Jo vertiefen. Hm? Und keine Sorge, du hast natürlich meine volle Unterstützung. Jedenfalls sollten wir dich jetzt auch offiziell anmelden. Komm, wir gehen direkt zum Empfang am Eingang. Wo wir wieder am Anfang sind, als wären wir nirgendwo anders gewesen. Wuhu, dann zum Eingang, dann sind wir da eingetragen und dann geht's hoffentlich los, ne? Können wir dann Kanimani fangen? Weiß das jemand? Können wir dann endlich Kanimani fangen? Wenn wir das alles durch haben? So, und Marie, gute Nacht, schlaf gut, träum was Schönes. So, wir gucken, wo ist denn der Eingang? Wo soll ich mich anmelden? Hier? Hier? Ah, da ist er, okay. Ich hab ihn gefunden. Mit seinem Badehandtuch, was er so... Ich glaube, er hat Drachen-Pokémon. Kann das sein, dass es so ein Drachen-Pokémon-Umhang? Sieht irgendwie sass aus. Okay, da ist der Empfang. Auf zum Empfang. Hallo, wie kann ich dir behilflich sein? Ich will an der Blaubeerakademie teilnehmen. Bitte entschuldige, aber du scheinst zum Austausch hier zu sein. Das bedeutet leider, dass du keine offizielle Schülerin der Blaubeerakademie bist. Ach, papalapap. Wir haben vorhin unter den Top 4 besprochen, dass das klar geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das einfach so glauben kann, Levi. Es ist genauso, wie Levi gesagt hat. Da ist der Jo wieder. Ich habe die Teilnahme von Louis genehmigt. Verstanden, sehr wohl, Champ. Ein Moment, bitte. Oh, da hast du uns ja aus der Patsche geholfen. Hätte ich nicht von dir erwartet. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du irgendwas im Schilde führst.
Aber solange ich gegen Louis antreten kann, soll es mir recht sein. Hehehe, dann ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen. Louis. Dramatische Musik. Wenn du verlierst, bevor du gegen mich kämpfst, werde ich dir das nie verzeihen. Ich werde nicht verlieren. Niemals. Gut. Wenn du es bis zur Spitze schaffst, und wir uns gegenüberstehen, dann werde ich dir zeigen, wie sehr ich mich verändert habe. Jo, wie redest du denn mit Louis? Halt den Mund, Hannah. Oh, kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich euch auf diesen Kampf brenne. Das wird ein Spaß. Bitte entschuldige, Louis. Jo ist ganz schön schroff geworden, oder? Ich habe selber auch schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen, aber das ging dabei gar nicht. Tja, so ein hochgeschätzter Champ ist halt was ganz Besonderes. Levi, du bist doch bestimmt schuld daran, dass Louis in der Liga-Kram verwickelt wurde. Moment, Moment, Moment. Die Idee dafür kam von ihr. Ist doch so, oder, Louis? Nö. Nein? Ach so, ja. Wir sind zusammen auf die Idee gekommen. Aber du hast entschieden. Und jetzt kannst du es doch kaum erwarten, das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Es ist so geil. Wir nehmen einfach immer diese Nein-Antwort. Und wie halt unser Charakter immer so super trocken den Kopf schüttelt. So geil gemacht. Irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. Aber wenn du eh schon hier bist, solltest du dich auch anstrengen. Ich bin schon viel Glück. Und bitte, kümmere dich um Jo. Versuch es, ja. Der will ja gar nicht, dass wir ihm helfen. Wieso soll ich mich um ihn kümmern? Danke für deine Geduld. Du bist jetzt offiziell angemeldet. Perfektes Timing. Louis kann jetzt an der Blaubeerliga antreten. Normalerweise müsstest du am Anfang gegen einen gewöhnlichen Schüler der Akademie kämpfen und so in der Rangliste aufsteigen. Aber da du sowohl von Mitgliedern der Top 4 als auch vom Direktor Piano nominiert wurdest, kannst du gleich auf einem höheren Rang starten. Das heißt, du darfst die Top 4 sofort herausfordern und zwar in der Basis ihres jeweiligen Areals, in der Terra-Kuppel. Ich werde ihre Standorte in deinem Smart-Rotum registrieren. Sehr cool. Schön, wie alle andere Handyhüllen haben. Das finde ich schon ein sweetes Detail. Ah, sehr cool. Oh, er ist Drachentrainer. Sehr cool. Die Aufenthaltsorte. Oh Gott, sie macht Fee. Wir mögen Fee nicht. Die Aufenthaltsorte der Blaubeer Top 4 wurde auf der Karte eingetragen. Um die Top 4 herauszufordern, brauchst du BP und die hältst du, indem du die Missionen erledigst. Sobald du alle Mitglieder der Top 4 besiegt hast, kannst du gegen den Champ antreten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich glaube, es ist mehr Grinden, diesmal dieser DLC. Du kannst dir selbst auch suchen, bei wem du anfängst. Bevor du gegen ein Mitglied der Top 4 antrittst, gibt es aber immer ein kleines Spielchen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Na dann, ich warte mal in der Kuppel auf dich. Bis später, Girl. Hat er gerade Girl gesagt, ne? Okay. Haben wir Kanimani jetzt freigeschalten? War das jetzt der Step, den man machen musste, um die Starter freizuschalten? Ich weiß es noch nicht.